hey, hast auch du zu Hause alte Technik rumliegen, von der du dich einfach nicht trennen willst? Dann geht's dir genauso wie mir und ich habe richtig gute Neuigkeiten für dich. In dieser Episode Do It Yourself in 5 zeige ich dir 5 richtig coole Dinge, die du noch mit deinem alten Android-Tablet so anstellen kannst. Ich bin Chris von Mr. Helfer-Syndrom. Los geht's. Viele von euch kennen ja das Sprichwort, alte Liebe rostet nicht. Und für uns Technikliebhaber trifft das natürlich auch auf unsere Technik zu. Und insofern könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr ein Kind habt, euer altes Tablet dafür nutzen, das dem Kind in die Hand zu drücken und es damit Filme schauen zu lassen, Bücher lesen oder einfach Games spielen zu lassen. Und es ist richtig praktisch, weil ihr Folgendes machen könnt. Ab Android 4.3 könnt ihr einfach einen Kinderschutz auf eurem Tablet einrichten und somit praktisch einstellen, auf welche Programme, Apps eure Kinder zugreifen können. Richtig praktisch. Oder wie wäre es damit? Man kann sein Android-Tablet auch als Baby-Überwachungskamera nutzen, denn viele Android-Tablets haben eine Kamera eingebaut, auf die man auch von außerhalb zugreifen kann. Man kann aber auch Programme wie IP-Webcam nutzen und mit Hilfe von Portalen wie iVideon dann auf seinen Livestream zugreifen und somit sehen, was das Baby so treibt. Oder, was auch viele im Android-Tablets haben, ist einfach die Möglichkeit, dass man einfach lokal einstellen kann, dass sich die Kamera aktiviert, sobald Bewegung vor der Kamera passiert. Und das ist ganz praktisch, weil jeder von uns doch schon mal wissen wollte, was sein Hund so treibt, wenn er nicht zu Hause ist. Eine Sache, die ich gerne mache, ist mein altes Tablet als digitalen Bilderrahmen zu verwenden. Und das funktioniert mit Hilfe von kostenlosen Apps wie Dayframe richtig gut. Man kann dort einfach Bilder favorisieren, die man auf Facebook, Instagram, Google Fotos und anderen Plattformen hochgeladen hat. Und die werden einem dann hier angezeigt. Man kann auch öffentliche Profile einstellen. Und das ist richtig cool, weil man dort nach Kategorien gehen kann, wie zum Beispiel Kochen, Sport oder sonst was. Und die werden einem dann hier jeden Tag angezeigt. Und so hat man einfach frische, neue, coole, inspirierende Bilder jeden Tag auf seinen Bilderrahmen, anstatt irgendwelche alten Bilder immer und immer wieder anschauen zu müssen. Und wenn wir schon bei Fotos sind, wo sind meine DSLR-Fans unter euch? Wusstet ihr, dass ihr euer Tablet auch als externen Monitor nutzen könnt? Und das ist super praktisch. Wir benutzen hier von Sony die hausinterne App. Und zwar ist die Play Memories, aber es gibt natürlich auch im Play Store kostenlose Apps, wie zum Beispiel Helicon Remote, mit denen ihr dann teilweise deutlich mehr anstellen könnt. Aber es kommt natürlich darauf an, was ihr eigentlich so vorhabt und wofür ihr das Ganze natürlich braucht. Ist vor allem dann sehr empfehlenswert, wenn ihr euch selbst oft filmt, wie wir Blogger es nun mal machen, und dann einfach noch einen größeren Monitor haben wollt, um das Ganze besser im Überblick zu haben. Natürlich könnt ihr damit auch die geschossenen Fotos einfach mal größer anschauen und damit einfach ein besseres Gefühl dafür bekommen, was dann zu Hause bei der Bildbearbeitung auf euch zukommt. So, das war es dann von mir mit meinen Tipps. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche Tipps für mich. Schreibt sie mir doch einfach unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video. Abonniert den Kingston-Kanal für mehr solcher Do-It-Yourself-in-5-Videos. Und ja, ich werde auch fürs nächste Mal natürlich versuchen, ein spannendes, cooles Thema für euch parat zu haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.